Freunde, Tycoons sind momentan am Boomen in Fortnite. Es gibt ohne Ende davon. Und wir haben heute einen Skyblock-Tycoon oder einen Skyfarm-Tycoon, so heißt er. Odman ist heute mein Assistent, ja. Wir rasieren hier das Ganze. Ihr seht schon, wir müssen verschiedene Dinge aufbauen. Wahrscheinlich Farm aufbauen, rasieren, massieren, alles drum und dran. Checkt aber gerne meinen Zweitkanal ab, falls ihr Tycoons feiert, Freunde. Da werde ich auf jeden Fall öfter welche bringen. Und auch die zweiten Teile, falls ich welche mache. Und ich würde sagen, wir gehen rein. Let's go. Warte mal, wir haben hier Holz liegen. Wahrscheinlich müssen wir dagegen hauen. Oh mein Gott. Gott, da kommt Holz raus. Wer hätte das gedacht? Alter Mann! So, okay. Wir farmen jetzt erstmal Holz und müssen uns wahrscheinlich auf die anderen Seiten bauen. Wir haben das Ganze nicht getestet, Freunde. Gold. Dementsprechend, hast du Gold bekommen? Ja, Mann, ein Gold. Dementsprechend wissen wir nicht, ob wir hier einen coolen Tycoon rausgesucht haben. Oh, ich habe irgendwie so eine Ananaspflanze bekommen oder so. Okay, ich baue uns mal rüber. Wir haben ja genug Holz. Nochmal Gold. Und ich denke mal, dass du diese Chicken Farm. Ach so, Chicken Farm, ja. Chicken Farm, wir bauen es im Endeffekt eh überall rüber. Die Chicken Farm kostet 100 Gold, dann können wir uns die kaufen. Okay. Boah, ich habe zwei erstmal. Okay, ich glaube, the way to go ist erstmal diese Farm hier vorne an. Ja, weil da kannst du verkaufen und kaufen. Genau. Okay, ich habe nicht mehr genug Holz, das musst du machen. So. Okay, wir nehmen diese ganzen Sachen mit, weil meistens kann man die dann irgendwie verkaufen, kriegt dafür Gold und dann können wir uns die Farm kaufen. Und das Ganze geht dann wieder exponentiell nach oben. Wir kriegen Cash. Guck mal, free 10 Stück. Junge. Ja, ich nehme auch free 10 Stück. Guck mal, die kostet 10 Gold. Apple Farm. Aber wie viel Gold kriegen wir dann? Ich habe 2 Gold. Warte, können wir die Apple... Oh, guck mal. Man bekommt 1 Dollar für einen Apfel. Ja, okay. Pilze kriegt man 2, Pumpkins und so weiter und so fort. Aber wir müssen diese Pflanzen loswerden, weil die kriegen wir hier für free. Also wahrscheinlich bringen sie dann auch nicht so viel, ne? Okay, dann müssen wir nochmal zurück, oder Mann? Wir müssen uns jetzt 10 Gold farmen zusammen. Und dann können wir uns eine Apfelfarm holen und können die dann wiederum verkaufen. Guck mal, da hinten gibt es auch noch irgendwelche Traktors, aber die kosten auch Gold. Ich denke mal, die können wir uns safe noch nicht kaufen. Sieht so aus, ne? Aber 10 Gold zu kriegen ist ja super schwer, oder? Ich habe schon. Du hast 2. Ja. Ich habe 0 bis jetzt. Okay, Friends, wir hauen da mal ein bisschen drauf. Schauen mal. Wir kriegen halt diese. Noch ein Gold. Oh, nice. 4 Stück haben wir schon. Ich nehme die mal alle mit. Zack. Die Frage ist, was bringen diese Pflanzen? Zweimal nochmal. Nice. 6 Gold haben wir jetzt. Also es geht doch schneller als gedacht. Und die Äpfel. Ja, nice. Die Äpfel. Noch eins. Digga, ich will alles sagen. Komm, immer noch eins. Die Äpfel werden dann schon mal unser Einkommen sein, wo wir dann einfach nur sparen müssen. Warte mal, ich habe 3, du hast 7. Eigentlich müssen wir genug haben, oder? Ich habe 5. 5. Okay, dann fehlen uns noch 2, kein Problem. Einfach raufklopfen. Oh, ja, wir haben zwei. Ja, okay, let's go. Wir holen uns die Apfelfarm. Ah, Kussigi. Okay, 10 Gold, Apfelfarm wird gekauft. Ey, warte mal, hier ist schon ein Apfelbaum. Oh, kannst du da einfach gegenhauen und dann kommt es runter? Ah, Apple Tree. 1500. Okay. Ich glaube, das ist bestimmt so ein automatisches Dings, Bro. 100%. Okay, ich kauf. Ich hab gekauft. Gänsehaut. Digga, also die Animation war schon Blockbuster, oder? Die war, Digga, anders. Aber warte mal hier. Man muss doch Land kaufen, die Ehrenlosen, Digga. Man braucht wieder 5. Ey, Digga. Ja, aber was machen wir mit diesen komischen Ananaspflanzen, die wir haben? Die müssen wir doch auch irgendwo abgeben können. Ist so. Also. Wollen wir jetzt rüberbauen erstmal und alles abchecken? Ja, okay, komm. Guck mal, da hinten ist diese Ananasfarm, glaube ich. Also, wir gehen mal hier und gucken mal, was man hier kaufen kann. So. Ich mach mal hier ein bisschen, damit wir nicht runterfallen. Ja, genau. Oh, guck mal, hier gibt's die wieder for free. Ach, einfach 500, Digga. Für was? Flower Farm, okay? Die Flowers geben aber mehr. Und hier kriegen wir wieder umsonst, Digga. Ich glaube, diese Pflanzen sind einfach Troll oder so. Ich glaube, die Oder sind brauchen echt wir toll. Die, um das Land zu pflanzen, weißt du? Um das hier zu kaufen. Was haben wir hier? Pumpkin Farm. 200 Gold, auch okay. Okay, die geben auch viel mehr Geld auf jeden Fall. Also, ja, ich glaube, the way to glaub, go ist Flowers auf jeden Fall geben die am meisten. Apples. Apples, da brauchen wir erstmal 5 Gold für. Und hier haben wir 50 Gold für Mushroom. Das ist denn das zweite, was wir kaufen sollten. Ja, genau. Warte, lass die auch mal verbinden. Aber guck mal, die droppen halt sofort wieder. Da kann man unendlich von farmen. Ich glaube nicht, dass wir damit was anfangen können. Das werden wir noch bestimmt rausfinden, Freunde. Aber wir machen jetzt erstmal weiter. Das ist doch so ein auf den Abfall. Lass mal noch hier rüber, Bro. Ja, okay.
Sagst du, die kann man da irgendwie reinpacken und dann sozusagen... Ja, Amina! Hast du alles verloren? Ja. Nein. Ah, außer meine Pflanzen. Ey, das ist zu hier. Ist zu? 25 Gold, Autofarm. Passive Autofarm, das müssen wir uns holen. Ja. Aber wir sollten trotzdem erstmal Äpfel kaufen, damit wir dann passiv Cash kriegen. Wir 5 für die 5 für ein Land, okay, aber man kann mehrere kaufen. Okay, dann baller ich das schon 2. Ja, okay, ich komme jetzt auch. Freunde, ich feiere diese Sachen irgendwie. Auch wenn das so simpel ist, das ist genau mein Ding. Deswegen habe ich auch einen Zweitkanal gemacht, wo man diese ganzen Dinge einfach aufnehmen kann. Und dann lade ich das einfach nach und nach hoch. YouTube Tycoon kam auch extrem geil an, könnt ihr euch abchecken. Da habe ich, by the way, auch keine Folge für den Hauptkanal gemacht. Das heißt, ihr müsst es abchecken. Das war echt richtig geil. So ein richtiger Roblox-Simulator. So ähnlich wie der Candy-Simulator, den habt ihr auch gefeiert. Ja. Und dann schauen wir mal. Wie viel hast du? Ich habe einen bis jetzt, aber ich bin auch noch nicht so lange da. Ja, ich kann diese Pflanzen gar nicht mehr aufsammeln, ne? Doch. 150. So, let's go. Hier. Hast du genug? Ja. Ja, okay, dann geh ich schon mal rüber und kauf. Ich bin mal gespannt, in welcher Frequenz die dann auch einfach sozusagen spawnen, Freunde. Und wenn man davon mehrere hat. Pitches. Apple. Ein Herb. Ah, guck mal! Man braucht die, um das zu pflanzen. Und dann kommen jetzt da Äpfel raus sozusagen. Okay, ich bin gespannt. Okay, also brauchen wir diese Herbies auch. Anzupflanzen sozusagen. Ja, aber nicht so viele davon. Okay. Ich sag dir ehrlich, wir müssen weiterfarmen. Okay, Freunde, wir werden jetzt ein bisschen Gold farmen. Die Frage ist, wie lange dauert das, bis der wächst? Ja, das ist das Ding. Wir müssen safe. Oder wir farmen 25 und holen uns die Auto-Dings. Ich würde sagen, wir farmen kurz 25 Gold. Es dauert ein bisschen, Freunde, und dann sehen wir uns gleich wieder. Und dann holen wir uns diese Auto-Farm. Und damit können wir dann wiederum Gold farmen, womit wir dann die Äpfel kaufen können. Dann haben wir durchgespielt. Genau. Okay, bis gleich. So, Freunde, wir sind am Start. Ich habe 12. Odemann war fleißiger als ich. Gib ihm, Junge! 15. Wir haben 27. Wir müssen uns von hier jetzt rüberbauen, aber wir haben ja eh genug Holz. Ach, du willst... Zack. Ja, wir müssen die Passiv-Dings holen. Und ich glaube, das ist die Meta. Ich mache das Ding mal frei. Wahrscheinlich müssen wir jetzt wieder irgendwas kaufen, damit es überhaupt funktioniert, oder? Autofarm. 60 Gold! Bro, wollen die jetzt verarschen, Digga? Hey, Digga. Also, die nehmen uns ja komplett auseinander. Wir haben ganz einen draufgehauen, wie Idioten. 40? Hier, der hier ist 40. Autofarm Äpfel. 40. Warte mal, ich gehe jetzt mal rüber und guck mal. Ich seh da schon einen Apfel, glaube ich. Der ist relativ groß. Vielleicht sind das auch mehrere Äpfel direkt. Yo, guck mal, wie groß er ist. Das ist riesig. Das war jetzt nicht ein Apfel. Man muss es immer wieder hinlegen. Nein. Das war ein Apfel einfach. Warte mal, den kann ich jetzt für ein Gold verkaufen. Oh mein Gott, Freunde, wir werden ewig brauchen. Oh mein Gott, was habe ich mir hier angetan, Digga? Okay, Ja, was machen wir jetzt, Odemann? Also, holen wir uns mehr Äpfel? Oder holen wir uns jetzt den Autofarmer für 40 Gold? Das ist die Frage. Der Autofarmer... Ja. Im Endeffekt kann dann, vielleicht farmt er nur die Äpfel automatisch ab, aber wir müssen sie trotzdem immer wieder pflanzen. Deswegen, wir brauchen halt 5 Gold immer, um einen Apfel zu machen. Deswegen würde ich erstmal die Äpfel machen und dann auf den Gold-Farmer gehen. Ja, okay, Freunde. Ich zeige euch jetzt hier mal, was unsere Arbeit ist die ganze Zeit. Wir hauen einfach hier drauf. Und es kommt einfach die ganze Zeit Gold. Wir sammeln das ein. Obwohl eigentlich... So 30, 40 Gold kriegen wir schnell zusammen, dann holen wir uns dafür Äpfel und dann vom Ding her müssen wir einfach nur Äpfel farmen oder Äpfel pflanzen und damit können wir Auto farmen. Wir haben schon genug. Hol dir nochmal einen Apfel. Ja, ich gehe schon mal hin. Wie viel hast du? Ich habe sogar 2, ich kann sogar 2 kaufen. Okay, oder man farmt in der Zeit weiter. Hast du 10? Nee, ich habe schon 10 Gold, ja. Oha! Okay, wir holen uns wieder 2 Dinger. Oh, die wachsen sogar schnell eigentlich. Guck mal, zack, plant, zack, plant. Dann haben wir das hier auch. Können den schon mal einsammeln. 4 Gold, wir können gleich nochmal einkaufen. Ah, das funktioniert. Wir haben jetzt schon 3 Plantagas. Vom Ding her sind es 3 Gold. Dann musst du da bleiben. Bleib du dann da. Ja, ich will mal gucken, wie lange die brauchen. Wir checken mal ab, Friends. Wir haben jetzt, vor 10 Sekunden ungefähr abgefarmt. Mal gucken, wie lange das dauert. Ich bin mal gespannt. Aber wir können hier auch Sachen kaufen. Stein. Was soll ich mit Stein? Oh, ein Jump-Pad und ein Jetpack. Das sind zum Beispiel krasse Sachen. Das wären coole Sachen, Grappler wäre auch nicht schlecht, aber Jump-Pad wäre, glaube ich, die Meta, weil das nicht kaputt geht. Oh, guck mal, die Äpfel sammeln sich hier schon. Guck mal, 3 Stück. Schon 3. Ja, ich hole schon mal direkt den nächsten. Ah, jetzt kostet Land 10 Gold. Das wird auch teurer. Ah, okay. Okay, der ist ein richtig ehrenloser. Ja gut, jetzt also, könnten wir Autofarmer farmen.
Du machst da das Geld mit den Apples und ja, ich hier. Ja, okay, okay, okay. Aber ich glaube, ich kann trotzdem zurückkommen und mitfarmen. Das dauert schon. Ja, okay. Jetzt ist der platziert. Hier ist auch gedroppt. Das dauert schon so eine Minute. Ah, okay, okay, okay. Ja, aber die pflanzen sich, glaube ich, wieder selbst danach. Guck mal, ich habe schon 4 Äpfel. Das ist wiederum fast nochmal 5 Gold auf den Nacken. Dann farm ich jetzt mit und wenn die Äpfel wieder spawnen, gehe ich da wieder hin. Wir machen das, Freunde. Ist mir egal. Das ist so ein ekliges Grinding. Aber yeah, Todes. Ich sag euch, ich privat würde hier 2 Stunden investieren. Mich juckt nicht. Ich würde mir Autoklicker holen und einfach hier chillen und ganze Zeit draufhauen. Das ist ja krank. Aber ich weiß nicht, ob Fortnite was dagegen hat, deswegen mach ich es lieber nicht. Okay. In Roblox ist das ja gang und gäbe, Friends. Autoklicker. Aber kann ich auch verstehen, weil da gibt es viele Klicker-Simulatoren und wenn du den da alleine machen musst, Digga, du drehst ja durch. Deine Maus geht auch, by the way, kaputt dabei. Okay. Ich habe schon wieder ein bisschen Cash. Cash of Cash? Wie viel hast du? Ich habe 5 hier. 5? Haben wir nochmal 12? Okay, ich sag dir ehrlich, 40 Gold wird schnell gehen. Ich glaube, wir müssen nicht mal auf diese Kreise hauen. Wir müssen einfach hier nur chillen und auf das hauen. Ich will mal gucken, ob ich dann trotzdem Gold gedroppt bekomme. Wobei, oder? Auf das glaube ich geht schneller. Ich habe gerade 3 Gold bekommen, Bro. Ja, auf die Kreise geht, glaube ich, schneller. Vielleicht muss man so eine Streak aufbauen und. Ja, okay, ich habe schon verkackt. Das ist ein gutes mentales Training, ich sage euch ehrlich. Du liegst wieder 5 Gold. Ja, ich krieg gar nichts. Nice. 6 Gold. Aber ich geh auf jeden Fall mal die Äpfel holen. Warte, nimm doch mein Geld mit, du Affe! Nee, ist egal, wir holen ja eh den Autofarmer jetzt, keine neuen Äpfel. Okay, zack. Er wird nicht neu gepflanzt, aber man drückt halt einfach nochmal drauf, das ist ja kein Problem. Warte mal, kriegt man vielleicht mehr Gold, wenn man auf einmal mehr Äpfel verkauft? 10 für... Ah, okay, nee. Digga, wir müssen uns die Pilze holen, ich sag's dir. Das ist der Way to go. Nicht den Autofarmer, sondern vom Ding her die Pilze. Aber wir müssen ja den Autofarmer holen, dass wir erstmal chillen können, damit wir passiv Geld haben, Bruder. Ja, weil's passiv ist. Und die Pilze kosten 50 zum Freikaufen und dann müssen wir wahrscheinlich nochmal 10, 20 investieren. Deswegen. So kriegen wir immer passiv die ganze Zeit Geld, können hier noch mehr Apfel ballern. Und der haut die alle weg, so. Ja. Ich hab schon 20 Gold gleich. Ich hab 8. Ah, 40 Gold ist nicht schwer, das kriegen wir hin. Okay, Freunde, ich würde sagen, wir farmen jetzt ein bisschen und sehen wir uns gleich wieder. Warte mal, gib mir dein Cash. Wir haben Cash insgesamt jetzt 38, aber da hinten sind noch ein paar Äpfel gewachsen. Die können wir uns jetzt auch wieder holen. Und dann gucken wir mal, was der Autofarmer so macht, Freunde. Ja, zack. So. So, neue Pflanzen. Wichtig. Und dann schmeißen wir das hier rein, haben 40 Gold und holen uns jetzt mal den ersten Autofarmer. Es wäre nice, wenn er die Äpfel platziert, abfarmt und auch wieder neu platziert. Dann war es eine gute Investition. 40 Gold? Das wäre krass. Die kommen einfach hier von oben runter gedroppt. Was? Ja, Mann. Und ich glaube nicht, dass die despawnen. Also kann man die immer nebenbei wieder mit aufsammeln. Aber wie lange dauert das? Wir checken gerade mal ab. Eben gerade ist einer gedroppt beim Kaufen. Digga, so alle 10 Sekunden. Also haben wir nochmal super Cash dazu gemacht. Übel. Aber... Farmt er dafür die Äpfel da hinten ab? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, er spawnt einfach sozusagen nur Äpfel. Ja, okay, okay. Ist einfach auch wieder nur ein Weg mehr, wo man hinlaufen muss. Yeah. Lass uns mal das ein bisschen da zusammensammeln. Mal gucken wir, ob die despawnen. Wenn nicht, dann kann man die ja einfach laufen lassen. Nicht. Dann refinanziert sich das eigentlich von selbst. Bei Fortnite despawnt ja eigentlich nichts. Nee, deswegen. Dann hat sich das gelohnt. Da fliegen schon viele runter. Also ja, das geht schnell, das geht schnell. Aber du musst überlegen, für 40 Gold kann man sich 3 Felder holen oder so. Was ist auch wiederum nicht wenig. Ja, aber er macht safe mehr Geld, Bro. Ja, und das, obwohl man nichts tun muss. Das ist halt so. Das. Also müssen wir uns eigentlich für 60 Gold den nächsten holen. Das wäre der way to go. Ja, doch, ja. Okay, Freunde, wir sammeln auf jeden Fall jetzt nochmal ein bisschen weiter. Und mal da hinten farmen sich die Äpfel zusammen. Ja, Todes, und dann, wenn wir ein bisschen Gold haben, gucken wir einfach dann, was wir machen. Vielleicht auch Pilze kaufen, mal schauen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr dann machen würdet. Okay, Freunde, ich wollte gerade die Äpfel aufheben. Ich wollte gerade die Äpfel aufheben, aber ich habe mal im Cut und Odoman so, hä, mach doch Video an, bist du dumm? Wie dann merkt man halt, dass ich Bock drauf habe. 7. Guck mal, das lohnt sich krank, 7, Digga. Das ist 7 Geld, ne? Ja, für 60 können wir den nächsten holen.
dann haben wir halt doppelt so viele wiederum. Die musst du auch noch abbauen. Dann finanziert sich das gut wieder, Dings. Ja, aber dieses Abbauen, ich sag euch ehrlich, da sollten wir nicht so viel rein investieren. Die drei Dinger sind cool. Die drei Dinger sind cool, aber selbst auf Holz hauen bringt mehr, glaube ich. Sag ich dir early. Ich habe jetzt 10 Äpfel geklärt. Zack, 10 Gold. Wie viel Gold hast du? 3, warte, zack. Ja. Zack. Wir haben da hinten auch noch eine Insel, die wir nicht bewohnt haben. Oh, guck mal. Es geht gut schnell. Sagst du noch ein paar Felder holen? Ein Feld kostet 10, Digga. Bro, das ist useless, Bruder. Wenn du dir überlegst, Autofarmer macht dir in der Zeit auch ein, weißt du? Ja, guck mal, die farmen jetzt gerade noch weiter, obwohl wir gar nicht da sind, weißt du? Das ist es. Okay, wir brauchen 60 Gold, aber wir gehen jetzt hier mal rüber. Lass mal rübergehen. Checken das mal ab. Okay, weil hier ist einfach gar nichts. Kann man hier irgendwie sein Haus bauen oder so? Hier muss man sein Haus bauen, Bro. Hä, wie cool. Wollen wir uns unsere eigene Farm bauen? Okay, let's go. Komm, lass Dings machen. Was? Wir bauen das YouTube-Inselhaus nach. Spaß. Nee. Ja, okay, komm, Digga, bitte. Mach einfach so, zack. Standardwände. Ja, entspannt. Dann fetzen wir uns hier ein paar Fenster rein. Dann machen wir hier eine Tür rein, zack. So. Warte, wir machen die Tür so. Guck mal, Digga. Mal so. Oh, hier bin ich jetzt überfordert, da brauchen wir den Odemann. Ich habe meine Maps früher selber gebaut. Ja. So, Dach steht. Okay, jetzt warte, lass mich doch raus. Okay, wunderschön. Wollen wir dann auch noch Kinder machen und so zusammen? Ey, lass machen! Okay, ich fahr mal nebenbei ein bisschen Gold, weil wir wollen ja auch den Autofahrer 2 holen, Friends. Okay, also, wenn ihr Zeit und Langeweile habt, kann man den echt gut spielen, weil der ist nicht so einfach. Die anderen gehen halt extrem immer schnell nach oben. Aber hier ist echt chillig, muss ich sagen. Und ich feiere dieses Skyblock oder das One-Block-Prinzip ja sowieso, Freunde. Gerade in Fortnite. Wenn da noch krasse Maps rauskommen, ich sag euch ehrlich, da wird noch rasiert. Guck mal, zum Beispiel, deswegen habe ich ja einen Zweitkanal gemacht, weil, kannst du dich noch daran erinnern, wo wir diese One-Block-Map gespielt haben, wo man immer mehr Gold bekommen hat pro Sekunde und so? Und das hat mir Spaß gemacht. Yeah, aber ich dachte mir, ich habe schon 40 Minuten, Freunde. Wie soll ich das jetzt, also dann wollte ich keinen zweiten Teil hochladen. Habe ich dann sogar auch noch gemacht. Aber sowas kommt dann halt auf den Zweitkanal und dann kann man da einfach nochmal ein paar Stunden reinstecken und hat halt ein paar Folgen, wo ihr euch auch gönnen könnt. Weil viele haben auch reingeschrieben, ey, macht das bitte weiter. Aber ging nicht, weil sobald man rausgeht, ist halt alles gelöscht. Das ist schade. Deswegen, also ich sage euch ehrlich, Fortnite geht in die richtige Richtung. Ich bin richtig hyped auf die Zukunft. Und mal schon wieder 11 Äpfel, also das lohnt sich safe am meisten. Diese Autofarmer. Und mal, wenn wir jetzt nochmal 10 oder 15 Äpfel abholen, hat sich der eine schon wieder selbst finanziert. Dann sind wir wieder auf Null und kriegen dann passiv einfach weiter. Das ist schon echt stark. Unser Haus steht. Boah, wild. Ich guck mir das gleich an. Mit Garten, aha. Und zweite Etage, Digga. Also ich hier wild. Okay, wir tauschen ein. Hast du die Autofarben-Äpfel schon geholt? Ja, ja. Wir haben jetzt 48, also wir können uns gleich den zweiten holen. Okay, also wenn ihr das auch zocken solltet, warte mal, wir müssen gleich mal gucken, Digga, weil 100 Gold ist diese Eierfarm, ne? Nicht, dass wir da irgendwie noch mehr Cash machen. Warte, ich guck mal. Ja, guck mal, ich hau ein bisschen drauf. Okay, wir sammeln noch ein bisschen Gold, Friends, und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, Freunde, wir haben 6 Äpfel, 54 Gold. Wir könnten uns jetzt den zweiten Autofarmer holen oder wir sparen 100 auf die Eierfarm oder auf den Hühnerstall da hinten, weil ein Ei gibt einfach 10 Money. Ich weiß halt nur nicht, wie das funktioniert. Ich glaube nicht, dass man da einfach dann auch die abholen kann. Wenn ja, wird sich das am meisten lohnen, sage ich euch. Wahrscheinlich müssen wir aber hier die Felder dann wieder freikaufen und das Ganze dann, ja, ihr wisst schon, dann auch nochmal finanzieren. Was sagst du, Odemann? Du darfst entscheiden. Ja, das Ding ist, wir skippen dann alles, ne? Ja. Wir skippen dann alle Dinger, alle, Ja, aber damit kann man ja wieder die neuen kaufen. Ja, das ist halt die anderen kaufen. Also man muss schon natürlich ein bisschen klug überlegen, weil wir sind jetzt auch gute 20 Minuten schon dabei und viel erreicht haben wir nicht, sage ich euch ehrlich. Autofarm 60 Gold. Ja, komm. Das muss sein. Wir holen uns die Autofarm. Machst du Autofarm? Ich habe Autofarm geholt. Oh nein. Wir kriegen jetzt, keine Ahnung, 20 Gold die Minute oder so. Das ist übel krass.
wenn wir noch nebenbei farmen. Also ich sag euch ehrlich, das größte Money Waste war in diese Apfelfarm zu investieren. Also das kann ich keinem empfehlen. Ein bisschen, ne? Weil, ja, das ist halt so 3 Gold alle 2 Minuten oder so, weil man ja halt auch nicht immer hingehen möchte. Aber diese Auto-Apfelfarm ist schon wild. Vom Ding her muss man einfach jetzt chillen, bis wir wieder 100 Äpfel haben, umtauschen. Dann kriegen wir 3 Äpfel die Sekunde gefühlt. Und dann nochmal umtauschen. Und das geht dann weiter höher und dann können wir uns noch für 80 und für 100 kann man sich holen. Ja, vielleicht machen wir das, Digga. Obwohl, ja, aber voll, guck mal, er gibt halt voll langsam hier, der ja, Sicht, ja. Digga. Aber Freunde, ich würde sagen, das war's für uns, weil es ist schon sehr, sehr grindy. Wenn ihr viel Zeit habt am Wochenende, ihr habt keine Schule, keine Hausaufgaben, könnt ihr euch das gönnen. Aber für uns, das wird safe. Ich sag euch ehrlich, ihr müsst 2 Stunden einplanen. Locker, damit ihr hier was erreichen könnt. Das ist schon sehr grindy gemacht. Was ich verstehen kann, weil die Fortnite-Creator werden dafür bezahlt, umso länger... Ah, stimmt. Müssen wir noch machen. Die Fortnite-Creator werden dafür bezahlt, dass man länger auf den Maps spielt. Was ich eine geile Kombination finde, weil die Leute scheißen nicht einfach nur noch Maps hin. Okay, mit Treppe nach oben und so. Digga! Okay. Killer, Killer. Na gut, Freunde. Spielt das am besten mit 2, 3 Kollegen zusammen, dann geht das schneller. Und wir sehen uns morgen. Bis dann. Ciao.